Ja, da bin ich wieder. Das habe ich alles in 10 Sekunden hier mal eben wieder gemacht oder in 20 Minuten hier mal wieder die Tür geöffnet. Also gehe ich jetzt da rein und mache dieses Level nochmal und ja. Na, geh rein. Ich hoffe, diesmal habe ich irgendwie mehr Glück. Ich meine, das war echt. Wie drücke ich es am besten aus? Leicht missglückt beim letzten Mal. Oh, fuck you. Ich versuche mal meine Taktik zu ändern und zwar prioritär Leben zu sammeln, damit ich unendlich lang hier dran sitzen darf. Ja, das ist eine gute Eigenschaft. So, guck mal, ich krieg die erste Münze nicht. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ja, jetzt hängt. Guck da, hängt es wieder auf. Ich kann nichts machen. Und dann kommt der Scheiß. Dann werde ich runtergestoßen. Und erst dann darf ich hier zum Leben erweckt werden. Oh, fuck you. Oh, ich lebe noch. Okay. Ich bin natürlich leider viel zu langsam unterwegs. Ah. Wo ist mein Leben? Da ist es. So. Da hätte ich schon mal dieses Ziel erreicht. Moment, ich renne jetzt einfach strikt nach vorne. Guck mal, ob ich noch das andere Leben da hinten kriege. Oder auch nicht. Egal. 2 von 8. Ja, guter Versuch. Also nochmal. Und zack. Münze schnappen und ich sehe gar nichts. Was zur Hölle? So, das sieht eigentlich schon ganz okay aus. Hier kommt jetzt erst der schwierige Teil. Na, ich wurde weggestoßen. Da ist die dritte Münze. So. Okay. Okay. Er ist drauf und dann tot. Ich hab's gesehen, nicht mal die Wasserspritze konnte mich noch retten. Also, das heißt ja, die konnte mich nicht retten. Die war außer Kraft gesetzt. Die funktioniert auf einmal nicht mehr. So, oh yeah. Oh, einfach dran vorbei. Oh, den kriege ich eh wieder nie. Das Leben darf ich auch nicht haben. Gib mir das Leben. Ich sehe nichts. Wow. Cool. Münze. Ah, Bitch. Die kriege ich nicht mehr. Ich meine, seht's euch an. Ah. Na. Geht doch. So, jetzt habe ich noch gute 20 Sekunden für den restlichen Spaß. Und mir fällt der Boden weg, aber ich kann es noch aufhalten. So. Na. Na, macht diesen. Genau das. Okay, vergiss es. Ich scheiß auf die letzte Münze. Yes! Mein One-Up! Und ich bin im. Oh, habt ihr das gehört? Ich bin in diesem Teil drin gewesen. Hol mir das Teil hier nochmal und ich kann es nicht fassen, wie schwer diese Mission ist. Ich habe kaum was Schweres im Mario Sunshine gespielt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so schwer gewesen ist. Das macht das Ganze noch verrückter. Okay, das ist ein ganz guter Anlauf, denke ich. Oh, 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 yeah. Ah, Schlampe. Der Boden ist einfach an mir vorbei. Und das darf nicht passieren. Ich darf nicht sterben, ohne Leben zu kassieren. Sonst muss ich das nochmal machen. So. Ah. Na. Ah. Na, na, wie sollte ich mich festmachen? Okay. Diesmal klappt's. Mir gehen die Leben aus. Ah. Okay. Läuft eigentlich monoton wie immer irgendwie so. Ey! Das wollte ich doch gar nicht. Festhalten würde ich mich eher nicht, weil das zählt meistens gar nicht. So. Münze 4, Münze 4, nein, dann nicht. Ach Quatsch, wenn dann die fünfte. Ha, ha, ha. So. Jetzt habe ich komplette 20 Sekunden, um mich diesen einen Teil hier zu widmen. Klappt es denn diesmal? Ah.
Da, ich hatte die doch. Irgendwie. Oh! Ausnahmsweise zählt das Spiel auch mal, dass das genommen ist. Jetzt muss ich nur auch hier irgendwie erfolgreich drüber. Ich denke, das wird nicht ganz so hart. So. Und nie wieder dieses Level machen. Okay, okay. Das ist nicht ganz okay, ja. Die letzte Münze ist ein echter Schmerz im Arsch. Kann man auf Deutsch gar nicht so übersetzen. Pain in the ass, ne. Überspring die Sequenz. Komm. Ich kenn das doch. Ja, er springt da rein. Spoiler Alert. Okay. Wow. Und er schwingt da einfach nur wie so ein Behindi. Okay, Nixi weg. Ein allerletztes Mal ins Hotel-Level rein. So. Na, rein da. Nein, rein da. So. Und jetzt ist die Münzmission dran. Ich habe lange überlegt, ob ich Kapitel 4 dafür nehme. Dann dachte ich mir, ich nehme doch das hier. Im Hotel sind ja diese ganzen Geister, die sich als dieser Fake Mario ausgeben und die geben mir auch eine Menge Münzen. Das heißt, es wird ziemlich lang, denke ich. 100 Münzen ist hier, boah, irgendwie ist hier eine Sirene im Hintergrund. Ich denke, jetzt hört man im Video eh nicht. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ich mag euch alle. Da hinten sind Kisten und es dauert lange, um 100 Münzen zu kriegen. Das habe ich auch gesagt, oder? So. Na, nix. Oh, ein Leben. Drecksäcke, ich will mehr Geld. Gimme money, please. Ey! Okay, der hat mich getrollt. Kein Leben. So, Was? Das habe ich übersehen? Wie kann das denn nur sein? Das habe ich auf jeden Fall. Okay, ich habe eine Münze von 100. Aber da unten war doch noch Geld, oder? Oh, eine Münze ist hier. Yes. Okay, seht ihr, ich komme mein Ziel immer näher. Die Fackel muss ich auch ansprühen, da kommt auch mal Geld raus, oder? Yes. So. Ich glaube, das Level ist schon ein bisschen schwerer, an 100 zu kommen. Das heißt, ich muss mich hier überall ausführlich umschauen. Auch wenn ich gerade kaum irgendwie was finde. Hier drin war eine blaue mal, ne? Ja. Hier sind überall noch Fackeln, also... Kann ich auch noch anzünden. Anzünden. Fackeln anzünden. Ja, ich meine natürlich mit Wasser anzünden. Also ich meine natürlich löschen, das Feuer wegmachen. Moment. Ich habe nur zwei Stück bekommen, oder nicht? Ah, jetzt kommt da was raus. Okay. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Und gib mir Geld. So. Manchmal kommt es direkt daraus geschossen, manchmal erst lange danach. Ist schon komisch. Und so. Oh Mann, ist das langweilig, ey. Da würde ich doch lieber die kranke Mission von eben nochmal machen. Nein, niemals. Natürlich, es war nur ein Scherz. Oh, blau. What the fuck? Das ist geil. Schöne Sache, Mann. Einfach so blaue Münze gegönnt. Bam. Hier war aber auch Geld, ne? Zwei Münzen. Irgendwie kam mir jetzt immer mehr vor. Fand ich in einer Mission immer hier dicke Geldstangen und jetzt ist hier gar nichts mehr. Ah, es ist Mission 7, ja, okay. Ich will die Münze, Mann. Geil, wie viel ich hier sehe. Verdammte Scheiße, jetzt gib mir das Geld. Okay. Da oben ist noch eine Kleinigkeit, aber man kriegt echt nur 12, also bis jetzt 12. Moment, wie komme ich am besten aufs Dach? Erstmal Geld tanken. Mit Geld meine ich Wasser.
Ich habe nur Geld im Kopf, das ist übel. Von hier aus komme ich ganz gut rauf. Yeah! Hier war ja auch mal eine blaue Münze. Aber ich bin ja hier, weil ich... Ja, genau deswegen. Wo ist die Münze jetzt denn? Ach, da hinten. Na, gib mal her. Aber es sind auch nur zwei insgesamt. Oh, man. So, da habe ich. Und das war's wirklich? 14? Das ist so gar nichts. Ich gucke mich noch einmal hier um. Scheint's wohl gewesen zu sein. Ich hoffe, den Rest kriege ich dann noch echt da drin jetzt geliefert. Ja. Cool, jetzt bin ich hier drin. Kann ausnahmsweise mal auf den Typen hier scheißen, denn hier sind noch... Oh, erstmal ist die dicke Geldstange unten. Ich sag's euch, in 20 Sekunden kriege ich hier viel mehr geliefert als draußen insgesamt. So. Sonst noch was? Ja, genau hier, ne? Die ganzen Fackeln jetzt. So, das war einer. Wenigstens kommen die hier wenigstens so direkt raus. Okay, der wieder nicht. So. Und hier. Ach, das könnte doch noch was werden mit 100. Denke ich. Auch wenn der hier wieder lange braucht. Okay, das sind noch zwei. So. Und dann war hier drin auch noch Geld, ne? Jeweils eine Münze. Okay. Oh, warte, ist da hinten Geld? Da hinten ist auch noch Geld. Das ist cool. Das nehme ich. Gut, hab dann bald die Hälfte zusammen. Hi, Kumpel. Der rennt weg. Ach ja, die Türen sind alle offen, ne? Oder wie war das? Jetzt bei dieser Mission? Ja, das macht's umso einfacher. Na, dann ist hier ein bisschen Geld. Fake Mario. So, dann gehe ich am besten erstmal hier den Flur ab. Und dann in die Räume rein. Nacheinander. Und die Türen sind nicht... also vorher sind die ja geschlossen gewesen, die Türen. Jetzt sind sie nicht offen, so, sondern fehlen komplett... Nee, fehlen doch nicht. Sieht nur so aus von hier. Sie fehlen. Aber habe ich ja gerade recht gesehen? Richtig gesehen? Oh, fuck. Es ist echt eine blaue Münze. Ich dachte echt, ich hätte das Level komplett abgesucht und gesichert, aber... Es sind immer wieder kleine Orte... wo ich einfach neue blaue Münzen finde. Das ist unglaublich. Also ich würde denken, solche Münzen... Wenn ich jetzt ein Video sehe, wo ich die sehe oder so, beim Walkthrough oder so, würde ich echt schon denken, die habe ich ja schon. Brauche ich nicht sammeln. Oh. Wie geht's, Kollege? Setz dich doch hin, den Platz. Okay. Hälfte, yes. Hier sind auch noch so lustige Typen drin. Okay, ich vermute mal stark, ich krieg das zusammen. Hier ist noch ein Geld. Und hier sind noch 6 Geld. Was ist denn das hier überhaupt? Ich meine, ist das ein Fenster? Ich glaube, es soll ein Fenster darstellen. Und ein Lagerraum. Ich meine, die Räume an sich, haben die überhaupt Fenster? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay. Fast alles... Wow, dazwischen gesprungen, anstatt beide zu erwischen. Dann nicht. Hier komme ich dann raus. Okay, dann hier rein. Ach, hier ist dieser Raum. Hier war ich auch schon mehrmals. Also das ist ja wohl ein Fenster dann, ne? Aber schade, dass man nicht so wirklich nach draußen gucken kann. Weil das hat jetzt so voll den GTA-Look. Da wo, also diese alten GTA-Spiele, da wo diese Shops da immer sind. Das sind einfach gemalte Gebäude. Genau so einen Effekt hat das ja auch gerade. Wow. Hier ist noch einer. Und hier ist noch Geld. Also, ja gut, hinterm Bett sind immer so... Oder das hier sind hier Fenster, ne? Und hier so voller Therapeutenstuhl hier, wo man immer drauf liegt.
Ich glaube, die erste Etage habe ich dann durch, oder? Ne, ein Raum fehlt noch. Na, geh rein. Ach, der Raum. Ach, der Raum. Ha. Na dann, auf in die zweite Etage. Ja, komm, die Kamera dreht sich einfach. Ne, Quatsch. Erst den Flur abgehen. Ich muss ja ein festes System hier absitzen. Der ist nicht echt. Der ist auch nicht echt. So, dann würde ich sagen, gehe ich ja doch erstmal in die Räume rein. Wow, da kann man hoch. Ah, da scheiße ich jetzt erstmal drauf. Hier hätte man eine Münze bekommen, oder nicht? Na, aber jetzt darf ich nicht mehr. Ich glaube, das heißt, ich habe die schon oder so. Dann gehe ich hier rein. Yes, hier ist noch gern. Nee, das war doch das, oder war das? Nee, hier ist nur ein Durchgang. Genau. Oh. Na dann. Gönn ich mir hier mal den Spaß. Hier kommt man durch. Aber das führt einen ja auch noch hier hin. Na dann hau ich dem Kollegen meine rein. Hier geht's jetzt zum Dachboden, aber ich würde sagen, den mache ich dann zuletzt. Erst gehe ich noch hier rein. Weil hier gab es ja auch noch ein bisschen Cash. Was? Das gibt mir... Wow, es gibt mir eine Münze gegen den Schrank zu sprühen. Okay. Ich meine... Ich will nicht sagen, dass ich nicht drauf... Ich kam ja überhaupt nicht drauf, aber... Wieso habe ich es denn überhaupt dann gemacht? Frage ich mich gerade. Ich habe eher gehofft, so eine blaue Münze zu erwischen oder so. Okay, ich habe fast alles zusammen. Rest kriege ich locker 7 Münzen. Zusammen. Ah, auf zum Dachboden. Zack. Wow. Cooler Effekt-Glitch. So, wo ist denn jetzt mein restliches Funkel-Funkel-Geld? Da ist etwas. Habe ich schon erwähnt, dass ich finde... Warte, was? Da ist ein M. What? Das gibt's doch nicht. Da muss ich hin. Aber ich habe mich natürlich jetzt verlaufen. Moment. Ey, wie ich dann... Das muss doch immer vom Kapitel abhängig sein. Ich könnte schwören, sowas würde ich so entdecken. Also nix hier hin. So, hier komme ich lang. Dann kriege ich auch gleich meine 100 Münzen zusammen. So. Ja, ja. Geile Ansicht. So. Dann gib mal her den Spaß. Und da ist er. Oh yeah, Glitch, sonst was kaputt. Scheiße, wo ist er denn jetzt? Ja, er ist da irgendwo, wo Schwarz ist. Ich denke mal, ich habe eine Vermutung, wo genau das sein könnte. Ist das hier drin, dann? Ne, dann wird es wohl ganz unten sein, vielleicht. Ich höre ihn. Ach, da ist er ja. Fantastisch. 91, man. Sehr gut. Und speichern.